Ich will vielleicht eine Sache noch etwas betonen, nicht unbedingt korrigieren, aber betonen. Ich möchte schon sagen an diesem Punkt, das Erwachen selber, was es ist und warum es so wichtig ist. Man kann sehr leicht über das Erwachen sprechen, ohne selber erwacht zu sein. Erwachen bedeutet die Erkenntnis, ich bin ohne das Ich einfach nur das Sein. Das heißt, die Erkenntnis wird so stark, dass du einfach Stille wahrnehmen kannst. Und du merkst, du brauchst nichts mehr. Es muss nichts hinzugefügt werden. Einfach nur Stille. Und die Stille ist in Ordnung, komplett. Und auch wenn Stille nicht da ist, ist auch in Ordnung. Du siehst, es ist mehr wie ein Schlafen, aber du bist hellwach. Es ist ohne Anstrengung, weil das Sein selber, um zu sein, braucht es keine Anstrengung. Nichts muss vorangetrieben werden. Das ist diese Erkenntnisse, die kommen nach und nach mit dem Erwachen, mit der Erkenntnis, ich bin das Sein. Deswegen, wenn Nancy Holton über das Erwachen spricht, dann gibt es schon Dinge, die sie dort sagt, die darauf hindeuten, dass ein Erwachen stattfindet. Und sie selber gibt ja auch zu, dass sie da noch diesen Jojo-Effekt hat, wo sie dann wieder in die Person zurückfällt. Und hier scheiden sich dann so ein bisschen die Geister. Fällt man komplett in das Erwachen, so wie Ramana Maharshi? Oder wird man immer so eine Art Jojo-Effekt haben? Eventuell manche sogar fallen wieder zurück in die komplette Identifikation. Bei mir selber würde ich es jetzt beschreiben oder wahrnehmbar in dem Körper, in Gedanken, wie so wellenförmig. Manchmal ist es wie so ein tiefer Gang, wo ich einfach nur da bin und alles ist gut. Und manchmal kommt dann wieder was im Leben und zieht mich in irgendwas mit rein. Aber auch mit dem Wissen, dass das Sein oder im Wallen im Sein das auch alles schön löst. Es gibt nichts, was getan werden muss, um es zu lösen. Es kommt schon von selber. Und da entsteht dann auch ein umso stärker, man könnte fast sagen, das stärkste Symptom für Erwachen ist ein massives Urvertrauen. Und was einhergeht mit diesem massiven Urvertrauen, ist, dass du nichts mehr machst, auf was du nicht Lust hast, du forcierst nichts mehr, du hast keine Angst, dass du morgen irgendwie das oder das nicht hast. Das entfällt alles, also die Ängste entfallen und das Urvertrauen einfach, dass das Universum alles besorgt, was besorgt werden muss in dem Moment. Also das Erwachen ist schon was Besonderes, würde ich sagen. Es ist schon was Intensives. Weil es alles, was vorher war, in Frage stellt und auflöst. Also wenn du jetzt, sage ich mal, in irgendwas investiert hast. Ich gebe euch ein Beispiel. Mucci hatte viele, aber jetzt einen bestimmten Fall, wo ein Mann in einer Philharmonie jahrelang der Chef der Cellisten war. Sozusagen, ich glaube, 4 Cellisten oder so. Und die haben jeden Tag trainiert, 5 Stunden. Und er hat dann so gemerkt,
Er kann das nicht mehr machen, obwohl es bis dahin immer seine Leidenschaft war. Und plötzlich hat sich das komplett aufgelöst. Er hat gemerkt, ich kann es nicht mehr machen. Es gehört nicht mehr zu dem Weg des Erwachens des Seins. Da kommt halt etwas ganz anderes. Und das kann sehr vielen Menschen passieren. Also wie Eckhart Tolle. Er war kurz davor, sein PhD, glaube ich, zu Ende zu machen, sein Doktorat. Und 3 Wochen bevor er es fertig gemacht hat, hat er aufgehört damit, weil das Erwachen so krass war, dass er gemerkt hat, er braucht nicht mehr dieses Doktorat. Er will das eigentlich gar nicht machen, er will es gar nicht haben, sondern er ist einfach nur noch das Sein, die Stille, die Friede, der Frieden, den Frieden. In Glückseligkeit sozusagen, einfach nur in Stille, in Glückseligkeit. Und das kann sehr, sehr, sehr profound, sehr tiefgründig sein, diese Erkenntnis, sodass alles andere wegfällt. Und das scheint die Nancy Holton auch teilweise, zumindest wie sie es anspricht, zu haben. Wie es dann letztendlich, wie, ob es noch tiefer geht, dass die Seele dafür bereit ist, noch tiefer zu gehen, das wird man sehen. Und deswegen wollte ich sagen, für die Menschen, die es vielleicht nicht verstehen, weil die meisten werden es nicht verstehen, das Erwachen. Dazu muss man selber auch erwacht sein, zum Sein. Als Sein, zum Sein. Es ist schon eine große Sache und es wird sehr starke Wellen tragen. Man muss dazu sagen, die deutsche Gesellschaft, Schweiz denke ich auch, ist sehr dicht. Von Denkstrukturen und selbstlaufenden Gedanken und gesellschaftlicher Konditionierung, Collective Consciousness, sehr, sehr dicht. Viel Trauma auch, wie in fast jedem Land, aber deswegen werden viele Leute sicherlich, vor allem erstmal, sehr getriggert sein davon, weil in der Präsenz eines Erwachten kommt das Ego immer mehr zum Vorschein. Allerdings, wie gesagt, kommt es darauf an, wie stark sie jetzt ihre Zuschauer damit konfrontiert und ob überhaupt. Aber wenn sie dem Raum gibt, also loslässt in das Sein und abiding in the self, im Selbst weilt oder mariniert, wie Muji sagt, dann wird sie gar nicht anders können, als dem immer mehr Raum zu geben in ihrer Sprache, in dem, was sie sagt, in dem, was sie gibt den Leuten und ob sie dann YouTube überhaupt weitermacht. Man muss dazu sagen, Rupert Spira, ein bekannter non-dueller Lehrer im englischen Bereich, der auch in letzter Zeit sehr groß geworden ist, die letzten 1, 2 Jahre, nimmt auch seine eigenen Videos auf. Also er lässt es nicht machen, sondern er macht es selber. Mittlerweile wahrscheinlich lässt das auch machen, keine Ahnung. Aber davor hat er es. Also er hat kein irgendwie so Team, das es für ihn macht, wie Muji oder Eckhart Tolle. Ja, also wir werden sehen. Ich wollte nur damit sagen, nochmal betonen, dass man es nicht unterschätzen soll, was für Auswirkungen das halt haben kann. Natürlich nur für die Seelen, die auch offen und bereit dafür sind. Nebenbei was ganz anderes. Ich mag ja Tempeh eigentlich nicht so. Also ich weiß, dass es ganz, ja, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber hier so Bio-Tempeh. Aber mit Teriyaki-Soße
ist eins, habe ich so mariniert und dann schmeckt es richtig geil für die Veganer unter euch. Hat damit jetzt gar nichts zu tun. Ist mir nur gerade eingefallen. Es wird spannend. Aber nochmal für die, die das jetzt zufällig durch den Kakao ziehen, wir wissen es nicht. Und es wird sich aber sehr schnell herausstellen. Denn wer ein wirkliches Erwachen hat, dem fällt es schwer, über andere Dinge lange zu reden, weil es ist dann extrem inkongruent zu der Wahrheit, die man plötzlich erkannt hat. Das ist ungefähr so, als wenn du als Fisch erkennst, dass du im Wasser schwimmst und alles Wasser ist und es die ganze Zeit nicht wusstest und jetzt wirst du irgendwie von irgendwie davon reden, dass das Wasser, in dem du schwimmst, dass du jetzt erkannt hast, dass es irgendwie Feuer wäre oder so, oder weiß nicht, oder Erde oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber es ist halt für dich selber dann total inkongruent. Und diese Stimme wird immer lauter und du kannst dann gar nicht so weitermachen. Es geht einfach nicht. Und jetzt merke ich, ich habe noch Rosmarin hier, den ich aufbrauchen wollte.